Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder back am Start auf der YouTuber-Insel. Und ich bin nicht nur alleine, ich habe nämlich schon die Jungs gerufen. Hier ist zum Beispiel Snoopy. Hey, Kiro. Was geht, was geht? Du wolltest mir noch was zeigen. Beule. Und Beule ist auch da, und Mann, mit dem krassen Skin. Ja, ey, warte mal. Mir ist was aufgefallen. Zieht mal eure Brustplatten aus. Ich glaube, ihr habt den Nippel am selben Fleck, oder? Kann das sein? Zeig mal. Ich zeig euch mal meinen Nippel, Mann. Oh mein das Gott, das ist nicht dazu da. Ihr habt ja wirklich, ihr seid Nippelbrüder, sag ich euch so, wie es ist. Das sieht voll gut aus, Bro. Gib mir einen Kuss. Nee, das will ich nicht. Das ist irgendwie eklig. Aber Snoopy, zeig mal, was du mir zeigen wolltest. Du hast extra gesagt, du hast voll was Krasses. Muss ich was zeigen? Ja? Was ist das, dein Schwein? Ja. Hä, wie krass sieht der das denn aus? Ich kann noch weiter. Oh, habt ihr, wie schnell ist der? Was kannst du da? Schwein, sie beruhigt dich! Ich kann dir gar nicht mal so schnell hinterher schauen. Aber ich hab auch eine besondere Fähigkeit. Ja? Diese Feder, guck mal, was ich mache. Ja, ich sehe die Feder. Wow! Hast du gesehen, wie schnell ich bin? Ist das so ein Boost? Kann ich euch damit hitten? Nee, doch nicht. Aber geil, oder? Bro, das ist voll sick. Wie hat er sich so... Kann man den töten? Ey! Was ist bei dem passiert? Wie ist das passiert, Mann? Ich werd dich holen! Ey, lass dein Schwein in Ruhe. Das ist ein Teil der Höllenkrieger, Mann. Das ist ja nicht mal mehr ein Schwein. Das ist schon ein Dinosaurier-Krokodil oder so. Ja, umso cooler ist er, Digga. Also, wenn man das noch kann ich da auch drauf reiten? Oh, schade. Ich kann nicht drauf reiten, Alter. Digga, Snoopy, das ist herrlich krass, sage ich dir ganz so, wie es ist. Ja, auch. Bro, da sehen meine Hühner ganz, ganz harmlos aus. Aber apropos Hühner, ich habe jetzt vor, eine richtig geile Falle zu bauen. Weißt du, für wen, Beule? Gegen die Kristallkrieger. Ja, so, ja klar. Ja, Mann, das ist der richtige Vibe. Und ich habe mir vorgestellt, also ich werde, egal wie online ist, Itachi, Lukas, Flo, mir egal. Boah, du hast sehr viel Liebe heute in dir. Mir ist egal, wer von denen online ist. Ich sag zu denen, Alter, ich habe eine Hühnerfarm gebaut als Entschuldigung. So, ich muss mich entschuldigen. Hühnerfarm. Ja, Mann. Oh, danke. Oh, Beule, warum hittest du mich? Beule, Alter, warum hittest du mich? Spitze! Mann, Snoopy, ich kann niemand reißt euch zusammen, Jungs. Was denkst du, wer ist, Alter? Jungs, es ist Freitag. Ich weiß, jeder will ins Wochenende. Bro, das sieht so cool Freitag aus, wirklich. Hoch die Hände, Wochenende. Ey, Supi, setz dich nochmal auf dein Schwein. Ja. Okay. Digga, ich will so cinematische Kamerashot machen. Warte mal. Bleib mal so sitzen, guck mich an. Und jetzt guck mal. Busch. Jetzt reißt du, Saboteur! Es reicht aber vollkommen. Schwein ist unfair. Ey, was gibst du mich jetzt ab, Beule? Egal, Beule, ich brauch dich für die Fallenbau, weil Snoopy hat wohl anscheinend Termine noch. Ja, ich habe noch ganz viele Termine. Mein Schwein ist weg. Da ist es doch. Hallo. Schweinchen? Hä, wo ist Schweinchen hin? Dein Schwein ist hier. Das ist kein Schwein, Mann, das ist Dinosaurier. Egal, Beule, komm mal mit. Komm mit. Okay. Ey, Snoopy, wir hören uns auf jeden Fall. Nein, wir hören uns nie wieder, Snoopy. Okay, was sind die Pläne, Mann? Wo bauen wir die Falle? So, die Falle, wir müssen nämlich das wie so eine Hühnerfarm aussehen lassen, ja? Das heißt nicht, wow, Mann, das ist eine sehr coole Hühnerfarm, ich weiß. Aber ist das nicht irgendwie auffällig, dass alle Hühner Josef heißen? Meinst du das nicht? Das werden die nicht checken, vertrau mir. Nein, guck mal, ich mach das jetzt so. Ich baller die jetzt hier komplett rein. Aber ich muss das hier irgendwie gescheit zumachen. Ich weiß nicht, die Hühner gehen ja, glaube ich, nicht auf dich, oder? Sehr gut. Auf was gehen die? Auf was sind die getargetet? Hallo? Wo rennt ihr hin? Die haben irgendein Ziel. Ja, Mann, Leute. Moment, aber welches Ziel? Was auch immer holen. Das greifen die an. Let's go auf Snoopy. Hä, die gehen auf Snoopy? Okay, mir ist das jetzt gerade egal. Beule, komm wieder zurück. Deine Hühner sind eingefroren. Das ist normal. Jetzt komm. Jetzt komm einfach. Und zwar, Beule. Und zwar ist es total wichtig, dass du da bist, okay? Weil du musst hier Schmiere stehen. Okay, ja, ich bin der Hühnerbewacher. Das bekomme ich richtig. Das heißt,
Ja, ich mache jetzt hier einmal voll. Nein, du kommst du hier nicht vorbei, Mann. Das sind meine Hühner. Komm, ich geh weg, Mann. Moment. Du stehst im Weg. Ja, tut mir leid, okay. So, Moment, ich mache jetzt hier voll. Ach nein, ey, ich vermasse es gerade voll. Du bist, glaube ich, nicht so gut im Hühner hinbauen. Doch, jetzt warte doch mal. Guck mal, die rennen die ganze Zeit nach Höllentor. Soll ich das nicht lieber machen? Du kannst mir gerne auch den Slingshot geben. Ich meine, ich habe nichts dagegen. Ja, kann ich nicht. Guck, ich drop's. Es geht nicht. Oh, Mann. So, jetzt entspann dich mal. Ich mache hier alles voll mit Hühner und du musst es dann bewachen. Hühnerfarm. Und jetzt mache ich die Hühnerfarm auf. Nein! Warum sabotierst du die Falle? Ah, wir gehen nicht wieder zu. Ah, nein, zu. Jetzt bin ich mit den Hühnern eingesperrt. Ja, da bleibst du halt hier drin. Ey, lass mich raus. Jetzt komm schnell raus. Lass die Hühner nicht frei. Okay. So, auf zu sabotieren, Beute. Das ist super wichtig, dass du jetzt... Ich warte doch. Dein Job ist hier richtig wichtig, vertrau mir. So. Du kannst die nicht töten. Halt Josef so viel aus. Der ist ja voll OP, Mann. Die kannst du nicht töten, Beute. Hör auf, Josef zu töten. Ich will Chicken Wings, Mann! Was höre ich da? Ja. Gleich habe ich den Chicken Wings aus dir rausbekommen, Mann! Hör auf, Josef anzugreifen! Ja, okay, ich hab's verstanden, okay, sorry. Ja, Verständnis. Lass mich jetzt hier die Falle mal fertig machen. Sind die despawned? Nein, sind sie nicht, glücklicherweise. Da laufen irgendwie ein paar Hühner. Ja, ich hoffe, dass es nicht so auffällig ist am Ende. So, warte, ich mach hier voll, Digga. Ich mach hier full. Bro, das wird ein richtiges Massaker. Ich hoffe, du hast schon die Kamera bereit. Nein, welche Kamera? Ja, die Kamera. Nee, warte mal, Felix. Es gibt gar keine Kameras in Minecraft. Es gibt wieso lügst du? Die Bodycam. Ach so, ja. Ich mach hier full. Ja. Nein, nicht angreifen. Nein, noch ein bisschen brennen. Das sieht besser aus dann. Das sieht nicht besser aus. Jetzt schreibe ich einen ganz emotionalen Text an die ganzen Kristallkrieger und sage, ich will mich entschuldigen mit deiner Hühnerfarm und bla bla bla. Und dann fallen die da einfach drauf rein, Bro, sag ich dir ehrlich. So, wir machen jetzt hier zu. Ja, und ich bin der Türsteher. Du musst hier stehen bleiben, okay? Ganz wichtig. Ich werde sie oben am Miras Ei empfangen und sie dann hier runterlocken. Das heißt, du musst einfach hier bleiben. Hast du noch ein Totem übrig oder so? Ja, hier, bitteschön. Okay, das gebe ich nämlich als Willkommensgeschenk so. Ja, hier, nimm noch ein Totem und nimm noch ein Buch, wie ich von Josef gestorben bin. Ein paar Goldklumpen und noch ein paar Goldklumpen. Das, und ein paar Emeralds und ein bisschen Papier und ein bisschen Gold und ein bisschen Äpfel und ein goldenen Apfel und ein genau, Dirt okay, ich schreibe den mal ganz kurz. Bleib du einfach mal da stehen. So, Freunde, ich habe mich jetzt auf Miras Ei mit denen verabredet. Sie sind wohl gekommen. Ein bisschen skeptisch natürlich, was ich zu sagen habe. Aber das werden die ja schon früh genug rausfinden. Was geht, Lukas? Was geht, Sitashi? Was geht? Ihr wisst Bescheid, also, ne, wegen eurer Base und so. Ich hab da ein bisschen was vorbereitet und so. Und ja, ist ein bisschen doof gelaufen, glaube ich. Bisschen außer Hand. Sag einfach, was du sagen möchtest. Und wenn das jetzt irgendeine Scheiße ist, dann greif mir dich an und töte dich. Mhm. Ja, Also, guck mal, ich nehme sogar mein Schwert aus der Hand, so. Also wirklich gar kein Stress jetzt. Hast du dein Schwert in der Hand, als du unsere Base gesprengt hast? Nein, da gebe ich dir recht. Aber, guck mal, genau darum geht's. Das mit der Base und so, das ist halt, wie gesagt, doof gelaufen und ich will doof mich. Doof gelaufen? Doof gelaufen. Doof gelaufen. Verdammt, Mann, ich hol mir erstmal diese OP-Waffe von Tobi und spreng die Base von denen. Hast du dir das gedacht? Ja, okay, ich verstehe, dass ihr sauer seid. Kann ich absolut nachvollziehen. Und deswegen will ich halt in einer Form von Wertgegenständen eine Entschuldigung ausdrücken. Lukas hat schon gerade gesagt. Also ich gucke mir die gerne an, die Wertgegenstände, und dann entscheide ich, ob ich das annehme oder nicht. Ja, also ich habe so... ich habe Totems gefarmt, ich habe so Netherite gefarmt, dies, das. Mhm. Ich habe sogar einen Beacon hergeholt, also ich habe extra einen Wither für euch besiegt. Ich hoffe, dass es ein bisschen das wieder gut macht und so. Allerdings habe ich das natürlich da versteckt, wo keiner hinkommt. Und Beule beschützt sogar diesen Ort extra für mich. Ich glaube, das ist zwar nicht die beste Wahl, Beule, ihr wisst Bescheid. Aber nichtsdestotrotz habe ich alles vorbereitet, dass man das einfach nicht checkt, dass da keiner was klauen kann. Also wäre da jetzt Snoopy oder irgendwer von den Höllenlosern, ganz ehrlich, dann hätte ich jetzt irgendwie gedacht, das wäre ein Hinterhalt da mit Beule. Ja, hier. Safe, aber ja, das habe ich halt nicht vor. Denn? Ja, komm mit, komm mit. Wenn das ein Hinterhalt ist, wir klatschen die einfach. So. Die denken, das ist kein Hinterhalt. Okay, let's go.
Ah, Beule. Ah, hallo. Hast du, hast du meine Wertsachen schön bewacht, ja? Wertsachen? Ja, 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 zeig klar. Mal, zeig mal dein Skin. Präsentier mal dein Skin. Das ist mein Mann, so cool. Erst mal ein Höllenkrieger geworden mittlerweile. Jetzt zeig einfach die Sachen. Ja, ganz genau. Ich bin heute euer Reiseführer und für das optimale Erlebnis, bitte stellen Sie einmal Ihr Nein, bitte das Gesicht einmal gegen diese Wand hier stellen, weil dann, dann sieht alles toller aus, wisst ihr? Kommt mit, los, go. Beule, mach jetzt einfach. Lukas. Mach einfach den Weg auf. Mach einfach die Passage. Ja, let's go, Mann! Jawoll! Auf sie! Auf sie! Wow! Ja, auf Lukas! Auf Lukas! Ja! 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 Weiter! Noch mehr Hühner! Noch mehr Hühner! Ey, die geht aber nicht auf die Tasche! Das muss aus sein! Moment, noch mehr! Oh, wo ist er denn da unten? Lukas, er hat dich in den Stich gelassen! Er hat dich einfach in den Stich gelassen! Oh, noch ein Tor! Lukas, los, komme! Noch mehr Eier! Noch mehr Sitashi! Spam die rein! Nein, die kennen die Schwachstelle! Sie sind davon gekommen! Ey, hat euch meine Entschuldigung gefallen? Hallo Beule! Beule, geh aus dem Wasser! Deine Items werden jetzt nicht mehr von mir gefällt. Beule, geh aus dem Wasser raus! Geh aus dem Wasser raus! Ja, ich bin doch ein Loser, bist du so ein Loser! Ey, was für ein Loser, Mann! Komm, Computer! Boah! Oha! 2 gegen 1! Okay, das ist gefährlich, was er macht! Okay, also ich glaube, das ist gerade 20 gegen 1. Tashi, glaubst du, du überlebst das? Gewinnen, natürlich. Ja, klar, Er gewinnt. Er denkt, er kann alles. Vertrau, du kannst gar nichts. Ja, ein Chris-Sick, Digga, die können auch alles. Ja, ich weiß, Multitalent und so. Ja, klar. Wolle, kommst du zurecht? Ja, ich komm mal kurz aus dem Wasser raus, das schmeckt dir nicht. Oh nein, Lukas ist auch wieder da. Hier noch mal ein paar Josefs. Oh, verdammt. Oh mein Gott, er macht Full Ernst. Ich hab dir einmal vertraut, also ich wusste schon, dass es ein Hinterhalt ist, aber... Hier noch mal ein paar Josefs zur Erinnerung. Gib mir doch einfach meine sieben Todes wieder, die du uns gekopft hast, diese Dreckshühnchen. Okay, guck mal. Ich bin ehrenhaft, guck mal, hier ein Totem noch. Ja, teilt euch das gerecht auf, okay? Sonst töte ich dich. Lach dich oder ich töte dich. Lach nicht so dumm. Hier noch mehr Josef. So, Beule leckt, ne? Wie Beule leckt? Ey, Beule leckt nicht. Nein, Beule leckt nicht. Wo hast du die Christus? Ihren eigenen Waffen, ey. Ja. Okay, ja, gut, never mind. Nochmal Josef. Moment. Ja. Ja, ich mach einfach dein Schild kaputt. Oh, er macht ernst. Lukas, wir können doch drüber reden. Komm, reden, Lukas. Reden macht Spaß, Mann. Du bist hier Quatsch. Red mal ein bisschen mit Josef. Ja, red mal mit Josef. Hey. Du Schild ist Hardcounter gegen Josef. Ja, aber meine Axt auch. Gegen dein Schild. Und gefällt dir der Schaden von Josef? Moment. So. Zack, weiter ganz gehen. Ja, Mann. Noch ein Totem. Ja. Komm, hol dein Schild raus. Wo ist raus? Oha. Er hat's wirklich gemacht. Er hört auf mich. Nämlich da. Lothar, Zylans Witz, das ist crazy, er kennt keine eigene Witze. Ja. Ihr seid so ein Loser! Loser? Warum hast du danach Totems verloren? Sag mal! Ja, weil du deine Dreck so viel abhast von mir, Bro! Ja! Beule, den als Katze ich weg, wirklich. Ohne diese Abwärts gar nichts, Bruder. Beule, die langweilen mich langsam, lass mal gehen. Ach, okay, ja, ich hab nichts dagegen. Wir sehen uns noch, Alter! Ja, lauf bitte. Ach, warte, ich send noch mal ein paar Josefs. Wo sind die?
komm. Ja, mal geh mal in die Dame. Unterstützung. Nochmal ein paar Josefs zur Erinnerung. Mann, Zitashi. Oh, ich glaube, ich sollte mal ein bisschen was essen. Das wäre ganz schlau. Oh, warte. Ja. Das ist ein bisschen schlecht. Kiho? Schlecht? Ja, alles gut, Beule. Ja, ich... Geh einfach deinen Weg. Tschüss, viel Spaß noch. Hallo. Jetzt lass Beule in Ruhe. Ach. Ich kann doch gar nichts dafür. Hey. Werd nicht übermütig jetzt hier. Der kann sehr jetzt sein. Alle 5 Sekunden, Diggi. Ey, mach mal dein Schild weg jetzt. Dann mach's was gut, Giro. Ja, danke, Beule, fürs Anfeuern. Ich glaube, er hat genug. Giro, Digga. Drauf. Josef. Hast du wirklich nicht genug, Zitashi? Jon, schick deine Josefs voran. Da kommen die Josefs. Drei voll aufgeladene Axthits, Digga, hat er abbekommen. Weiter geht's. Josef, du bist der beste Mann. Bitte. Josef ist auch der beste. Josef, deine komm. Rüstung nicht langsam kaputt? Ey, ich hab doch schon davor schon Stopp gesagt, oder? Ja, ich glaube. Ach, Digga, dann werf ich halt mit Josefs nochmal nach oben. Ja, komm. Ich bin genauso schwach wie du, Bro. Du schaffst das. Ja, komm doch. Nein. Komm doch, wenn du willst. Josef, ey, habt ihr wirklich nicht genug, oder was? Ich kann den nicht gerne einmal blocken. Na, Beule, willst du was machen? Ich hätte dich töten nochmal zugelegt, halt. Ja, hast du aber nicht. Ja, sehr ehrenhaft. Das war die Schwäche, die du hattest. Ihr redet gar nicht von ihnen ab. Macht hier irgendeinen Kack. Ja, ich finde das sehr edel von ja, Zitatschen, weißt hoch, du? Komm doch hoch! Ja, okay, komm ich komme mit meinen gefiederten Freunden hoch. Hier, bitteschön. Komm, du Beule, komm doch. Und diese Waffe hast du gar nichts, Bro. Nee, ja, ist das so, ja? Was kann ich über eure Crystals sagen? Eure Crystals machen hier einfach bloß alles kaputt. Ja, ich muss weg, meine Rüstung ist kaputt. Schaffst du das? Ja. Und da waren die weg. Oder nee, Zitashi hat immer noch nicht genug. Ey, also eine Sache hat die Küstenkrieger echt krass. Ihr seid so hartnäckig wie Schimmel, Digga. Man denkt, man hat euch los, aber da kommt's immer wieder. Bro, ich stehe einfach nur über euch. Das wollte ich euch kurz nochmal zeigen. Das können wir einfach ändern. Das können wir ganz leicht ändern. Ich bin immer noch über dir, komm. Und jetzt sind wir auf der gleichen Ebene. Ey. Warte, geh da nicht rein, das ist alles voll Obsidian. Geh da nicht rein! Nein. Wollen geh da nicht rein, vertrau mir. Können wir das überfluten hier so ein bisschen? So ich ein bisschen werf Wasser. Ich werf da ein paar Josefs rein, Digga. Ja, Digi. Perfekt. Ja, wo ist denn? Der ist da drin. Wir gehen da nicht rein, Digga. Okay, dann bauen wir das einmal hier zu. Und dann kommt der hier nie wieder durch. Mann, Josef, geh mal aus dem Weg, ey! Lass Josef in Ruhe. Mann, der versperrt den Weg. Yes, oh ja, das wird ihn sehr, sehr lange aufhalten. Da hast du recht, Beule. Ja, das ist eine ganze Dörfleiche. Ja, egal, soll er in dem Haus verschimmeln, Beule. Wir gehen jetzt noch weitere Pläne schmieden, Alter. Ja, Kriegerpläne nämlich. Weißt du, ich muss nämlich noch mit Mira quatschen und mich dafür bedanken, dass sie mir so ein tolles Item gemacht hat. Ein tolles Item? Meinst du so wie SpongeBobs Unterhose? Was? Den Witz kapiere ich jetzt nicht, Beule. Ja, ich weiß es doch auch nicht, Mann. Das hat wehgetan, was die Tasche da gemacht hat, Mann. Ja, okay. Was sind hier für Schilder? Willst du gebannt werden? Meine Stimme funktioniert heute nicht. Ja. Was gibst du mir? Manchmal geht das. Gib mir mehr Items oder bann. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich dachte, jemand, der wäre ein Admin, aber ich weiß ja, nicht. Ja, keine Ahnung, wer schon wieder solche Sachen gemacht hat. Real Talk nicht. Ja, okay, Beule. Ich werde jetzt noch mit Mira quatschen oder so, Alter. Oh mein Gott, ich kann auch für dich Mira spielen. Ich kann so tun, als wäre ich Mira, okay? So, warte, fangen wir an. Okay. Ah, Kiru, hallo, bitteschön, dein Item. Mira, Beule. Mann, das sieht so super aus. Beule, ich hab das extra gern für dich gemacht, Mann. Okay. Beule, ich will das nicht. Ich will Mira nicht verpönen. Oh, dankeschön. Okay, ja, gut, dann geh los, red mit Mira. Tschüss, ich lass ja, okay, allein. Tschüss. So, Freunde, ich werde jetzt definitiv, ich wollte es eigentlich gestern schon machen, aber ich habe es dann total vergessen. Ich werde jetzt hier noch mit Mira quatschen.
Aber erstmal müsste ich hier die Monster loswerden. Was ist das hier für eine komische Mobfarm? Geh mal weg. Geh mal weg. Geh mal weg. So, ey, was will er noch? Okay, gut. Kann ich jetzt aufhören zu brennen? Hallo. Dankeschön. Okay, Freunde, wenn ihr wollt, dann rufen wir jetzt zusammen Mira. Mira, Mira, Schattauer Mira, erhöre mich. Der Höllenlord spricht zu dir. Oh! Hallo, Mira. Hallo, Kilo. Oh, schön, dass du aufgetaucht bist. Das freut mich mega. Ich wollte mich super, super duper bei dir bedanken für mein neues OP-Item. Es ist so toll, damit Leute zu besiegen. Der Vertrag muss eingehalten werden. Der Vertrag muss sein. Aber das ist doch ein Ding von dir gewesen. Das hat doch gar nichts mit Tobi zu tun. Tobi meinte, der Vertrag muss eingehalten werden. Deswegen hast du das Item. Oh, okay. Egal welche Umstände das hat, es ist einfach super. Weil davor war es so schwach und jetzt hat es noch mehr mit meiner Familie zu tun. Ich danke dir so sehr. So ist es. Okay, war schön mit dir zu sprechen. Das ist so gruselig jedes Mal. Okay, Freunde, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert und haut die Glocke einfach mal komplett kaputt für mehr YouTuber-Insta-Videos oder allgemein.